Moin Leute! Am heutigen Tag werfen wir mit Messern. Eine Sache, die man im Real Life vielleicht nicht unbedingt machen sollte, aber bei diesem Spiel Knife to Meet You ist das sogar unsere Aufgabe. Wir müssen nämlich mit dem Messer hier auf die Zielscheibe werfen und im besten Falle auch treffen. Wartet, ich brauche eine gute Flugkurve. Eins, zwei, drei! Jawohl! Wir haben an sich nicht so gut mittig. Aber wir haben getroffen. Das ist alles, was zählt. Oh, das nächste Level. Das sieht aber nicht so gut aus. Ich habe das Gefühl, ich muss den Apfel treffen und dann das Ziel. Aber was, der arme kleine Junge da. Ach, egal. Hua! Als ob. Junge, nice. Oh, warte mal. Jetzt da oben und da unten. Zack. Oh. Zack. Yo. Ne, das war nicht so gut. Ach, guck mal, oben links sehen wir, wie viel Messer wir haben. Wir haben jetzt noch 7. Zack. Ja, da haben wir getroffen und jetzt unten. Ja, die Flugkurve muss besser sein. Jawohl. Bam. Und direkt geschafft. Wir waren aber nicht ganz so gut. Haben deswegen jetzt hier nur einen Stern bekommen. Ja. Und oh. Oh, nice. Warte mal, soll ich den da oben auch treffen? Hä? Ah. Nee, ich brauche eine bessere Flugkurve. Hua! Oh. Oh, ich durfte ihn nicht treffen. Ich dachte, du wärst mein Ziel. Ah, ich glaube, ich sollte vielleicht nur seinen... Ah, warte mal, wenn nur seinen Hut. Aber ich werde jetzt mal gucken, erstmal den Apfel. Yo, das wäre nice gewesen. Oh, das tut mir leid. Zack. Ja, Target Hit. Aber ich glaube, ich muss hier auch die Birne. Oh, let's go, die Birne. Ah, das war, glaube ich, sogar der geheime Treffer. Und jetzt sammeln wir, glaube ich, weiterhin Punkte. Indem wir hier die restlichen Messer schön da reinballern. Last throw. Oder muss ich noch den Apfel hier unten treffen? Jawoll! Double Combo. Oh, da habe ich hier unten aber ordentlich was gegönnt. Ja, aber trotzdem ein Stern. Hauptsache completed. Okay. Neues Level, neues Glück. Wir dürfen jetzt nicht das Glas zerstören. Dann einmal den Apfel. Apfel? Oh. Alter, hat er den gerade abgewehrt? So, jetzt einen ganz leichten, ja. Ganz leichten. Das ist nicht so einfach, den hier zu treffen. Ja. Okay, das war's schon? Was ist denn mit der Birne? Nun gut. Ah, ich glaube, das Level ist dann manchmal vorbei, wenn man das Bohnen, also wenn man da oben trifft. Also, warte mal. Aus der Hand. Ach, Junge. Hopp! Oh ja, da wollte ich überhaupt nicht hinwerfen. Zack. Hopp. Hopp. Das ist das, was ich meinte. Ich habe seinen Hut getroffen. Ah, oh, der arme Junge. Das wollte ich nicht. Hoppa. Oh ja, da oben haben wir jetzt zumindest schon mal. Yo, das war nice. Hoppa. Ja, nichts passiert. Ja, das war mein letzter Wurf. Failed out of weapons. Ah, guck mal. Hit the apple and the target. Zack. Was? Ich habe doch... Oh. Hopp. Jawohl. So, target hit. Jetzt nochmal den Apfel. Ja. Ich weiß nicht, warum man das hier gerade... Zack. Oh, jawohl. Ich habe es doch jetzt geschafft, oder nicht? Oder muss ich alle Äpfel durchslicen? Habe ich doch jetzt gemacht. Ah, let's go. Okay, ich musste alle Äpfel und das Target treffen. Ich bin gar nicht so schlecht. Einmal das Ding. Ja, war geplant. Den Apfel zu treffen, ganz klar. Double Combo, ja. Dann hier unten den Apfel. Ja, sehr gut. Was? Oh, ich habe meinen Partner gehittet. Okay. Ah, hit the apple and the target, yo. Okay, das war nice. Und jetzt hier unten. Nein. Ja, okay, fast. Ja, den Apfel. Target hit. Ja, aber... Oh ja, Apfel habe ich jetzt. Und jetzt hier unten. Yes. Und jetzt noch das da oben. Ah, ich hab's geschafft.
Let's go. Tap on the trick to learn more. Ach so, jetzt muss ich von unten werfen. Okay. Ja, fast. Oh ja. Underhand Trick. Und hopp. Ja, Brudi. Ganz locker. Zack. Yes, okay, Target. Aber ich krieg diesen Apfel halt nicht klein. Hoppa. Nicht. Er hat ihn gefangen und er hat ihn weggeworfen. Double Combo. Das ist ja geil. Okay, wenn der Apfel... Ich slice den Apfel. Bam. Und während er... Jetzt haben wir die Slow-Mo. Muss ich ihn nochmal treffen. Oh, let's go. Und nochmal. No! Warum habe ich meinen Partner wieder... Na, egal, warte. Das habe ich ganz gut geschafft. Slice. Slice. Und ja, alles klar. Ich muss eigentlich als erstes probieren, das untere Ding fertig zu machen. Weil wenn ich das nicht rechtzeitig schaffe... Oh ja, dann habe ich eigentlich immer verloren. Jetzt nur oben. Jetzt nochmal den Apfel. Den slice ich... zweimal. Und fertig. Jawohl. Was ist meine Aufgabe? Oh, ich habe ihn gerettet. Ach, jetzt werden die Äpfel dadurch gesliced. Habe ich das jetzt in irgendeiner Weise geschafft? Ich habe jetzt da ein bisschen was kaputt gemacht. Habe da jetzt auch noch das Target getroffen. Ich hab's. Ich habe nicht verstanden, was ich genau machen sollte. Ohne Witz. Ich habe eben gerade einfach nur geworfen. Okay, ich soll seinen Hut wieder treffen. Und die ganzen Apples? Oh. Zack, Treffer. Hoppa. Schön durch die Äpfel. Oh, das war Alter. Das war ein geiler Wurf. Oh, failed. Oh, ich habe Muttis Geschirr kaputt gemacht. Also diese Äpfel zu snacken ist gar nicht so einfach. Ach, guck mal, was ist das denn jetzt hier? Hopp. Als ob ich so plötzlich so einen freaking Tomahawk benutzen kann. Junge, hier. Oder, zack. Hey, ja, genau. Als ob, hopp. Ja, das macht das Ganze zumindest ein bisschen einfacher. Oh. Oh nein. Es hat... Nee, okay, so nicht geklappt. Aber die kann ich hiermit wesentlich einfacher zersnacken. So. Schaller ich direkt durch die Double Combo. Aber ich darf ihn halt nicht treffen. Ich muss mich immer für eine Waffe entscheiden. So, dann mache ich hier die absolute Triple Combo. Oh. Der Treffer. Was? Ich hab noch nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Einfach rein da. Oh ja. Jetzt hab ich's geschafft. Jetzt mache ich noch die Dinger. Oh, dann hab ich hier alles. Bonus-Hit. Ach, da unten ist noch so eine Birne. Aber nun gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit einer kleinen Runde. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.